Einen wunderschönen guten Tag. Der Berater 1979 bzw. der Mike ist wieder mal da. Ich war ja jetzt lange Zeit, habe keine Videos gemacht, weil ich einfach gar nicht gespielt habe. Ich hatte durch Arbeit keine Zeit und dann hatte ich keine Lust und dann hatte ich andere Sachen zu tun und ja, das setzte sich halt sofort. Deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr bei der Fanzone. Bei dem muss ich mich noch entschuldigen. Ich bin da sang- und klanglos einfach verschwunden, ohne irgendwas zu sagen. Deswegen haben sie mich dann berechtigterweise auch rausgeschmissen sozusagen. Jetzt habe ich vor 3, 4, 5 Wochen wieder angefangen. Habe festgestellt, ja, die Bockdichte im Spiel hat extrem zugenommen. Das werden wir an dem Spiel, das ich jetzt hier laufen habe, auch gleich sehen. Das ist aber ganz aktuell, ne, von jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall habe ich dann wieder angefangen und habe festgestellt, wo es damals alleine reichte, im Wald meinetwegen das gegnerische Team aufzumachen, dann wieder zu verschwinden und ein bisschen zu ärgern oder zu stören, ist heutzutage kaum noch so, weil in vielen Gefechten, wenn man alleine fährt, ist es einfach so, dass das Team innerhalb von einer respektive anderthalb Minuten tot ist. Also das ganze Team und man dann im jeweiligen Panzer gegen 7 oder 6 Gegner steht. Und das ist, kriegt man nicht gebacken. Also es ist wirklich erstaunlich mittlerweile, wie die Spiele so laufen. Der Großteil geht 1-7 oder 7-1 aus. Meiner Beobachtung nach. Ja, auf jeden Fall muss man dann logischerweise auch das Spiel, die Spieltaktik ein bisschen ändern. Im Light bleib ich jetzt meistens hinten stehen erstmal und Sniper. Aus dem ganz einfachen Grund, das liegt ja daran, bei den Mitspielern, dass die nicht treffen. Die schießen irgendwo hin, die treffen aber keine Scheune, selbst wenn sie direkt davor stehen. Und ja, das ändert oder erfordert dann logischerweise eine Taktikumstellung. ja. Und das muss man dann natürlich berücksichtigen. Deswegen habe ich mir jetzt auch einen anderen deutschsprachigen Clan gesucht, die Inquisition. Die haben das Spiel alle schon mal gespielt. Die treffen auch. Und sind von den Winrates gar nicht schlecht dabei. Und ich denke, mit denen werde ich demnächst wieder einige Videos produzieren. Es sind ja sowieso Karten hinzugekommen. Soweit ich gehört habe, ist der Sound verändert worden. Manche Karten wurden umgebaut. Ja, und das werde ich demnächst berücksichtigen. Da werde ich wieder ein paar Karten-Tutorials machen. Die Karten abfahren. Am besten mit Gegnern, weil auf 2 Karten komme ich selbst noch nicht klar. So richtig. Dort weiß ich nicht, wo die Punkte sind, die wichtig sind. Aber das werden wir demnächst gemeinsam machen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir den Kanal wieder ein bisschen beleben, eventuell, oder ich hoffe, dass ich mich demnächst noch mit Patreon ein bisschen beschäftige. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, mich da ein bisschen zu unterstützen. Das werden wir aber dann noch zeitnah rausfinden. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr werdet es in der Gefechtsauswertung sehen, das Lot hier, praktisch ich, habe das Gefecht getragen. Und im Gegnerteam auf Tier 8 haben 3 Leute 0 Schaden gemacht. Und der Rest, ja, auch nicht viel mehr. Und das ist eben diese Entwicklung, die ich meine, das ist, die Bobdichte ist